Geht doch. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3 in der... In welchem Akt sind wir? 3, 4, 5, 6, 7? 4. In Akt 4 mit Enno, Marco und Quinn. Hallo. Hallöchen. Hallo. Juhu. Und mögen die hohen Himmel vor uns erzittern oder so ähnlich war das doch, oder? No, may the high heaven be with you oder so. Möge Tor mit euch sein. Oder so. Die Himmel stehen in Flammen. Das ist eure Schuld, Tyrael. Nee, du warst doch der Türsteher. Und er hat einen Blick auf das, was euresgleichen angerichtet hat. Ja. Dafür bügel ich den ganzen Scheiß ja wieder aus hier. Also im Endeffekt, der beschuldigt einfach nur uns. Einfach so, weil er gerade Bock hat. Boah, du bist ja. Nun liegt es in Trümmern. Imperius hat recht. Ich bin der Grund dafür. Ja, dann geh nicht und schäm dich. Von seinen Worten täuschen. Diablo hat alles von Anfang an geplant. Ihr könnt nichts dafür. Vor langer Zeit stimmten meine Brüder und ich über das Schicksal der Menschen ab. Meine Stimme gab den Ausschlag. Ich beschloss, euch vor der Ausrottung zu bewahren. Und jetzt hat die Menschheit das oberste Übel hervorgebracht. Nein. Wir sind betrogen worden und nun müssen wir das wieder gut machen. Wir müssen uns erheben und kämpfen. Seid ihr deswegen nicht sterblich geworden? Wenn ihr mich nicht begleiten wollt, dann gehe ich allein weiter. Oh. Ihr versteht das nicht. Allein zu viel. Wurde zum Schweigen gebracht. Yippie-yay, Schweinebacke. Boah, sowas von. Also, geh mal allein weiter zu viert. Genau, wir gehen allein zu viert. Sehen schon gut aus, ne? Ja. Aber Reaper fällt farblich ein bisschen aus dem Raster, muss ich sagen. Ja, alles so eher gold-weiß und eher schwarz. Okay, jetzt wird sie zeigen, ob wir Qual 3 oder höher machen. Der wird nicht lange stehen. Nein. Unwahrscheinlich. Ja, weil er weg ist. Na, kommt her, ihr Lieben. Sind sie denn? Wo sind sie hin? Wo? Die Schatten werden eure Seele verschlingen. Boah, ich bei den Gegnern bin, sind die schon tot. Ich seh nicht, weil ich seh nur tot. War's das? Das war schön, ja. Töte im Koop-Modus. Gut, was haben wir noch? Diener Schnitzel. Achso, das ist der Wimmelbild. Wo kann man den Erfolg? Wimmelbild. Wimmelbild töte Iskadu auf der Maximalstufe innerhalb von einer Minute auf Qual oder höher. Alles klar. Eine Minute, das war die halbe Zeit. Das war eine halbe Sekunde. Ich wollte gerade sagen, sehen da viele um. Ich habe nicht mal gesehen, ich habe nur Loot droppen gesehen. Ach, du hast Loot bekommen? Na toll. Ich bin Itiragiel, Erzengel des Schicksals. Es ist meine Pflicht, alles was ist und alles was sein wird, in der Schriftrolle des Schicksals aufzuzeichnen. Nephalem, ihr taucht in dieser Rolle nicht auf. Euer Schicksal ist ungeschrieben. Einfach nur zu faul, es niederzuschreiben. Dann werde ich versuchen, das Beste daraus zu machen. Werdet ihr mir helfen? Oder wollt ihr einfach nur zusehen, wie die Himmel in die Finsternis stürzen? Vielleicht lässt sich das Schicksal ändern. Beeilen wir uns, Auriel, Erzengel der Hoffnung, ist von Rakanoff, dem Herrn der Verzweiflung, entführt worden. Und dann musst du dir mal angucken, was die Engel für Lappen sind. Das sollte euren Brüdern. Ernsthaft, wer hat denen das Kommando überlassen? Ich meine, wir sind irgendwie Sterbliche und kriegen da besser hin. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die Gegner ein bisschen leicht sind, kann das sein? Ja. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal ein, zwei Stufen hoch bei nächster Gelegenheit. Oh, was Gelbes. Und ich benutze im Moment nur meinen Sekundärangriff. Aber dadurch, dass wir jetzt alle schon ein paar Lettchen. Oder ob ihr das seid, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Kann ich auch nicht sagen.
Ja, ich komm da nicht hin. Ah, meine Spells kommen nicht durch. Ich auch nicht. Wir haben außerdem eine andere Quest. Ja, okay. Kiste! Nur blau! Wow, ja, blau, geil! Geld, ich brauch Geld. Ein Schädelgedächtnis bin verfahren soll. Goblin! Was für einer? Links ein normaler. Oh. Wurde. Weg. Der hat aber nicht viel gedroppt, also es ist echt langweilig gerade. Ein paar Edelsteine. Gelbe Sachen, ja, ein paar Edelsteine. Okay, wir müssen gleich auf jeden Fall höher gehen. Ja, das ist ja so viel zu. Leichtfüßigkeit. Hui. Ist hier noch irgendwo was? Oh. Oh. Die Bibliothek des Schicksals. Momentan findet ein Ereignis statt, sie müssen warten, bis sie dieses Objekt verwenden können. Achso. So. Wer zählt, wie lange der Typ lebt? 1. 0,3. Wann muss die Katze noch mit einrechnen? Und die Reaktionszeit des Menschen. Ja. Ihr glaubt euch frei von den Ketten des Schicksals nicht. Ja. Aber alle werden verwirrt, Diablo. Du bist ein Lappen. Du bist ein Lappen. Nein. Stell mal auf Qual 10, dann ist er kein Lappen mehr. Tot. Tot. Yep. Ich fahr mich mal zu ihm hin. Bevor du auch nur einen Schritt in den silbernen Turm setzen kannst. Nach Reapers erster Folge gehen wir mal auf Qual 6. Das dauert dann aber ein bisschen. Ja, ist so gut. Netzen wir uns jetzt durch. Hab Dank, Nephalem. Ich hatte gehofft, dass die Schriftrolle des Schicksals nicht recht hatte. Dass dieses in Unruhe versetzte Reich wieder zur Harmonie finden würde. Ich sehe jetzt, dass alle Hoffnung in euch liegt. Seltsam. Mit meinen Segen könnt ihr nun Diablos Verderbnis bannen. Durch sie werden die Tore verborgen, über die seine verfluchten Diener diesen geheiligten Ort betreten. Die Tore müssen geschlossen werden. Also wieso als ein Trick zu machen? Wow. Ich habe Aurel gefunden, den Erzengel der Hoffnung. Mit ihrer Hilfe könnten die hohen Himmel noch gerettet werden. Doch Tyrael ist noch immer verloren. Diablos Anwesenheit hat diese heiligen Hallen gezeichnet. Und in seinen Höllenportalen geht der Kampf weiter. Wir sind immer noch zu viert. Nicht mehr rein. Ist so ein bisschen, ne? Mal so rein aus Neugier, um die Qualstufe einzuschätzen, bei was für Schadenswerten sind wir jetzt? 392 stabil ohne Buffs. 307. 298. Okay. Na gut, dann kommen wir locker auf Qual 5, 6. Ja, schade sich alles, wenn du die Zähigkeit nicht hast. Es tippt schnell down. Ja, gut. So, was habt ihr für eine Zähigkeit? 22.709.000. 15,5 Millionen. 10 Millionen. 7 Millionen. Oh, mein Spiel ist abgekürzt. Oh. Ja, das trifft sich ja gut. Dein Rechner kann die Zahl nicht verarbeiten. Ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Bitte beschreiben Sie, was Sie getan haben, was Sie taten, als der Fehler auftritt. Wir haben uns Diablo killen wollen. Er hat sich pushen lassen. Zähigkeit verglichen. Na, dann sollen wir dann mal eben ins Menü und du stellst dich links hoch? Ja. Ich glaube, das macht Sinn. Bin mir sicher, dass Blizzard damit gut was anfangen kann? Nehmen wir mal 6, dann können wir im Zweifel auf 5 runtergehen, wenn wir merken, haut nicht hin. Jo. Weil ich vermute, dass wir auch bei 6. Sechs. So. Ihr habt ja nicht so viel Zähigkeit.
Ja, die berechnen sich aus verschiedenen Dingen wie Leben, Rüstung und Widerständen. Genau. Bloß wie das genau berechnet wird, weiß ich jetzt nicht. Genau. Oh. Ja, weil ich kann wieder halt nicht starten. Wir einmal alle aus der Gruppe. Okay, also warte. So, dann könnte bei mir stellen ein Fehler aufgetreten. Ist doch gar keiner mehr in meiner Gruppe. Ja, Himmel, Herrgott, nochmal. Okay. Ich starte mal einmal Abenteuermodus. Geh dann wieder raus. Noch nicht nachjoinen? Nee, wenn es geht. Wir können doch jetzt nachjoinen, oder? Nein. Nein. Ich meine, wir können auch Abenteuermodus machen. Bringt nur kampagnentechnisch herzlich wenig. So. Kampagne. Qual 6. Akt IV, Qual VI. So, jetzt können wir... Wieder melden wegen Belästigung. Ich melde dich mal wegen Belästigung, ne? Quinn. Ja, mach mal. Wegen Belustigung meinst du? Das ist was anderes. So, habt ihr schon gelaufen? Jo. Portet ja. Zu mir. Ich habe mir nichts. Ich will noch mal kurz zwei Edelsteine aussetzen. Ich starte mal Diablo neu. Gut, keine Gruppe angezeigt, der ich beitreten kann. Ja. Ist ja komisch. Wir warten hier vor dem Eingang auf dich, also. Du liebenswürdig. Vom Eingang zum Endboss. So, ich gebe dir mal ein Invite. Marco hat abgelehnt. Frechheit. Ich habe nichts bekommen hier. Bei mir steht sofort ja, hier, du hast die abgelehnt. Bei mir blinkt jetzt links ab und zu auch das Bild kurz auf. Aber ich gebe Reaper mal den Lead, dann kannst du vielleicht ihm joinen oder so. Vielleicht liegt es gerade an der Verbindung zu mir. Ich hoffe, das funktioniert, weil ich habe mein Battle.net geschlossen gehabt. Ja, das Gesicht ploppt auf kurz, genau. Jetzt habe ich das von gesehen, was Enno meinte. Yep. Ja. Kann das sein, dass er, aber dass er Qual 6 nicht machen kann, ist eigentlich sinnlos, oder? Dann müsste eine entsprechende Meldung kommen, oder? Sehe ich auch so. Jetzt kriege ich wieder die Meldung, dass Marco online ist. Ja, ich habe mal gerade den ganzen Battle.net gestartet. Den ganzen. Ah, okay. Ja, nein. Ja, nein. Ne, hast du abgelehnt. Lehn doch nicht ab, Leute. Ich höre mir das gerade so. Ding, ding. Oder okay. Stell mal auf Qual 5 runter. Ja, ich gehe mal. Ich kann jetzt im Moment in Reaper, muss einen runtergehen. Oder Reaper, ja. So, versuch nochmal, Marco. Warte, mit Skat zum Beitreten. Du hast meine Ladung abgelehnt. An diesem pausiere ich mal eben meine Aufnahme hier. Anfragen, machen wir mal so.